Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Fendt 900 Vario S5 in der Version 2.0 an. Von den Moddern bzw. Credits gehen da an Bayern Agrar bzw. an das Modding-Team BAGR Modding raus. Das Ganze ist momentan noch eine Exklusivvorstellung, sprich der Download ist ab morgen möglich. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr da aktuell keinen Download-Link auf unserer Homepage findet. Aber erstmal danke dafür, dass wir den heute schon für euch vorstellen können. So, ihr findet das Ganze unter der Kategorie Fahrzeuge und dann Großtraktoren und ihr habt ihn dann Fendt 900 Vario S5. Wie gesagt, Version 2.0, 305 PS, 600 Liter Diesel, 38 Liter plus 6 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit. Wir können die Hauptfarbe in mehreren Variationen abändern. Unter anderem sind halt auch Chromfarben mit dabei, die Felgenfarbe ebenso, die Designfarbe ebenso. Dabei ist das hier Design, das ist die Hauptfarbe und die Felgen sind halt die Felgenfarbe. Standardgemäß kostet der ganze Spaß 302.000 Euro in der Anschaffung bzw. 15.402 im Leasing. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Config-Möglichkeiten, Konfiguration, Reifenhersteller, Reifenvariante, Design und Motorausführung. Als allererstes haben wir Konfiguration Standard, da gibt es einmal noch die Warntafeln mit dazu und das war's. Reifenhersteller standardgemäß Trelleborg mit der Reifenvariante Standard. Da gibt es noch Standard R, Radgewichte, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Silage Edition und das war's. Dann gibt es Michelin mit Standard, Reifen R, Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichten, Zwillingsbereifung und da auch wieder die Silage Edition sowie die Pflegebereifung und die Pflegebereifung R. Dann gibt es Mitas mit Standard, Standard R, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Zwillingsbereifung, Silage Edition und Standard. So, Design haben wir einmal Standard, dann haben wir den Fendt Aufkleber, das sehen wir dann hier vorne dementsprechend. Dann den Dieselrostaufkleber, das ist dann einmal das hier vorne. Dann haben wir noch Tools, die dementsprechend hier in der Kabine dann mit drin sind. Das sieht man jetzt in dem Sinne schlecht, also unter anderem mit in der Kabine und hier. Diese, wie nennt man das? Ketten und hier halt diese Weg, ne, was ihr halt unter die Räder schmeißt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Dann gibt es noch einen Premium-Auspuff, der sieht dann einmal so aus. Bam, dann gibt es noch den Bachhuber Betrieb. Das ist dann noch ein neuer Aufkleber hier mit drauf. Und dann haben wir auch Gesamt, sprich, dass alles dabei ist, was man halt auswählen können. Motorausführungen 930 Vario S5, 933, 936, 939, 942. Da sind dann alle durch. Also 305, 333, 366, 396 sowie 323 PS an möglicher Leistung. Aufpreis ist dann maximal 68.000, das soll auf 370.000 kommen. So, schauen wir uns das Ganze mal IC an. Da haben wir ihn hier, den Fendt 930 Vario. Das sieht soweit auch recht ordentlich aus. Gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Reifen sind LS19 Standard. Passt also soweit auch. Dann hier Fendt. Vorne die Lichter, sieht gut aus. Dreipunktaufnahme hier, das passt soweit eigentlich auch alles. Gibt es nicht viel zu sagen. Hinten, Heckbereich sieht soweit auch vollkommen in Ordnung aus. Das passt soweit. Kennzeichen leider nicht mit dabei. Hinten die Arbeitslichter um die zwei Rundumleuchten. Boah, passt eigentlich soweit erstmal. Ansonsten im Innenbereich haben wir einen schönen Sitz. Der ist, naja, Geschmackssache, könnte man beinahe sagen. Geschmackssache. Dann haben wir hier links so eine Toolkiste. Die ist scheinbar schon ein bisschen abgeranzt, nenne ich es jetzt einfach mal. Deswegen könnte sein, dass es so gewollt ist. Wir haben noch so einen Notsitz, wie man das so schön sagt. Um die Decke, ja. Ist auch Geschmackssache, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt brei wäre oder pixeln würde oder unscharf wäre. Ist halt echt nur Geschmackssache. Ansonsten haben wir hier vorne Lenkrad. Das ist soweit okay, aber auch das so, hat alles so eine gewisse, ich weiß nicht, ob das so abgenutzt sein soll. Ich habe da leider keine genauere Beschreibung dazu. Aber ja, sieht halt alles, sieht so ein bisschen, ja, so ein bisschen eigen aus. Als wären die Texturen kaputt. Irgendwie. Weiß ich auch nicht, aber okay. Ist jetzt erstmal nur erste Geschmackssache. Ansonsten haben wir hier links, rechts Spiegel. Wir haben auch hier Innenspiegel. Der hat allerdings einen Fehler. Wie man sieht, der flackert hier aus irgendeinem Grund. Das müsste dann auch behoben werden. Könnte dann beim Release auch schon behoben worden sein. So, machen wir mal Sound. Hubala, machen wir mal Soundcheck.
Im ersten Moment etwas ungewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ihr könnt dann wie immer nachlesen, wenn ich da genauer was dazu sagen kann, könnt ihr es dann auf unserer Homepage zum Thema Sound nachlesen. So, Thema Funktionalität. Unser Fahrer an sich selber ist leider nicht animiert, wie ihr seht. Ne, der tut sich hier. Also er nimmt zwar den Fuß auf die Pedale, das sieht man von außen, von innen sieht man aber leider nichts. Also nur sehr, sehr teilweise. Also Joystick wird ja auch nicht bewegt, leider, leider Gottes. Ansonsten haben wir vorne die Armaturen mit dran. Ich schalte jetzt mal hier auf 20 km/h runter. Das passt soweit auch. Auch wenn wir vorwärts und rückwärts fahren, ändert sich das da vorne. Blinker werden mit angezeigt, oder Warnblinker nur links, rechts hier. Wenn ich Tempomat anmache, leuchtet das Ganze auf. Das ist also auch schon alles mal mit dabei. Wenn wir in die Nacht reinschalten, haben wir schon mal, ohne dass ich irgendwas mache, eine Beleuchtung von den Armaturen vorne. Auch hier die Monitore sind damit beleuchtet und beleuchten dann dementsprechend hier den Rest. Wenn ich jetzt hier noch die Lichtmodi einschalte, tut sich jetzt an der Belichtung von den Armaturen selber nichts mehr. Wir haben aber noch vorne das Icon mit dran, dass ich Licht angeschaltet habe. Ansonsten Blinker sind wie gesagt da, reflektieren auch. Vorne so wie hinten, vorne ein bisschen schwächer, weil sie relativ hoch sind. Ansonsten normales Fahrtlicht, dann das Arbeitslicht, vorderes Arbeitslicht kann man separat mit Numpad 5, Numpad 6 aktivieren und deaktivieren. Dieses neumodernische Tragfahrlicht ist hier standardgemäß mit an. Geht halt auch automatisch mit an, sobald man den Motor anschaltet. Ist ja mittlerweile fast Pflicht oder Standard in der heutigen Zeit. Ansonsten Rundumleuchten sind da, reflektieren auch ohne Probleme. So. Dann fahren wir einmal zurück, gucken wir mal, wie die Anschlüsse und alles so funktionieren. Wie gesagt, der Spiegel ist defekt. Das müsste dann nochmal bearbeitet werden. Wie gesagt, mit den Texturen, ich bin mir da relativ unsicher. Kann sein, dass das so gewollt ist, sieht aber irgendwie ein bisschen, teilweise ein bisschen kaputt aus. Kann mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist, wie es gewollt ist. So, dann nehmen wir einmal hinten den hier mit ran und dann nehmen wir ein Gewicht mit dran. Na, nehmen wir einfach mal das 1600er her. Wunderschön. Ansonsten Fahreigenschaften oder Fahrphysik selber ist ganz angenehm. Der Mod ist nicht zu schwer, der ist nicht zu leicht. Das passt soweit. Ja, der springt jetzt hier nicht aus allen Foren. Ja, guten Grip. So, dann gucken wir uns das Ganze mal hier an. Jo, das hat schon mal in dem Falle funktioniert. Der Dynamic Host ist auch mit verbaut. Gucken wir mal hier. Geht auch das runter. Wunderbar. Und dann gucken wir uns das hier vorne noch an. Passt soweit auch. Ohne Probleme. Wunderbar. So, ansonsten über das F1-Menü. Können wir dann, ich mache es mal kurz den Motor aus. Können wir mit der linken Maustaste vorne, also nach oben und unten, hinten die Heckscheibe öffnen und schließen. Wenn wir beide Maustasten gedrückt halten und öffnen nach vorne und hinten, können wir die Fahrertür öffnen und schließen. Mache ich das nach links und rechts, kann ich, ja, wie sagt man da so schön? Wie nennt man das? Den Sturz einstellen? Also das habe ich in dem Fall noch nie so gesehen, aber ihr seht es ja. Ne, da kann ich das Ganze hier dann, ja, den Winkel irgendwie einstellen. Fragt mich nicht, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie das im fachmännischen Kreisen heißt. Aber das ist auf jeden Fall cool, das habe ich so noch nie gesehen. Und wenn wir dann die rechte Maustaste gedrückt halten und das Ganze nach oben und unten machen, können wir hier oben das Dachfenster öffnen bzw. schließen. Also Maussteuerungssupport ist auf jeden Fall auch schon mal mit dabei. Ansonsten, Thema Lock ist fast sauber. Er wirft leider ein Error raus und zwar hier oben OpenXML File Data Dashboard Light Shader.xml und eine Warning an Missing Textur M Immersive Map in Fend 900 Deagles MA, jetzt schieß mich tot. Also ein Error und eine Warning ist hier aktuell mit drin. Wie das dann aussieht, wenn ihr es morgen downloaden könnt, ob das schon behoben wurde, weiß ich nicht. Kann aber durchaus sein, aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ist es halt noch mit drin und wird sich dann dementsprechend auch auf die Bewertung so auswirken. So, in dem Sinne gibt es nicht mehr viel dazu zu sagen. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Wie gesagt, Download ab morgen, denke ich mal so gegen Mittag, 12, 13 Uhr in der Richtung, könnt ihr euch das Ganze dann downloaden. Hier erstmal vorab für euch vorgestellt. In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Lasst einen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.